Moin moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Dime und wir spielen heute eine Runde Medieval Dynasty. Mittlerweile in der 7. Folge ist unser Dorf gar nicht mal mehr so klein und wir müssen diese Folge tatsächlich direkt am Anfang nochmal ein Haus bauen. Denn wir haben einen zusätzlichen Mitbewohner, dem noch sehr kalt ist und der sehr viel Hunger hat und der keinen Platz zum Schlafen hat. In diesem Sinne switche ich die Ansicht, jawohl. Und dann fangen wir eigentlich auch direkt mal an. Ich habe ja mittlerweile so ein bisschen Holz gesammelt. Ah, wobei, bevor wir damit anfangen, ich muss ganz kurz was essen. Weil am Ende der letzten Folge habe ich ja hier meine... Hä? Ich ist komplett doof. Ich habe doch Kohlsuppen gekocht. Aber wieso habe ich dann noch so viel Fleisch? Kohl. Ah. Die kommen weg. Ich werde noch den Rest schnell verkochen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hopp. So, auf jeden Fall ist jetzt tatsächlich das ganze Fleisch und der ganze Kohl verkocht. Ja, fast der ganze Kohl. Davon tue ich 18 rüber. Dann behalten wir gerade mal 2 für uns. Ah, wobei, lieber doch nochmal einen mehr. Denn ich muss sowieso essen. Sorry. Bam, bam, bam. Wie schaut denn das eigentlich aus mit dem Trinkschlauch? Das war doch so, ne? Oh, und trinken. Wie viel füllt denn der ungefähr auf? Circa ein Viertel, schätze ich, oder? Das heißt, ein ganzer Sack reicht gerade mal, um einmal quasi den kompletten Balken mehr oder weniger aufzufüllen. Naja, egal. Den füllen wir dann später einfach mal auf. Jetzt brauchen wir die Holzsperre. Die knalle ich dahin zum Werkzeug. Nichts anderes ist das ja im Endeffekt. Den Bogen auch. Und dann nehme ich den hölzernen Hammer mit. Und der Rest kann eigentlich bleiben. Ja, die Schaufel, ich weiß gar nicht. Die braucht man eigentlich aktuell nur, um Baumstümpfe wegzumachen, ne? So, die hölzernen... Schalen. Genau so. Passt. Jetzt. Boah, es wird schon wieder dämmerig. Aber egal, ich habe hier so viel Zeug. Wir haben ja ordentlich gesammelt. Wie gesagt, knapp 100 Rundholz. Einmal so, einmal Stöcke. Nehme ich mal grad einfach mal 10 Kilo mit. Dann sind wir noch im Range. Und dann bauen wir nämlich schnell hier hinten. Ein zweites Haus. Aha. Ja gut, dass ich gerade keine Schaufel dabei habe, gell? Das ist instant rausgelegt, ne? Und genau dann brauche ich so. Das ist ja sowas von klar, ey. Kannst du echt gar nicht mehr erzählen. Da, wo ist denn die Schaufel? Die hat auch so eine extrem komische Form, muss ich sagen. Machen wir mal auf 4. Wie gesagt, ich brauche es ja nur schnell hier, um ein paar Baumstümpfe zu entfernen. Und dann ist das auf jeden Fall gut. So, wie gesagt, das ist dann hier quasi unser... Aber wobei, jetzt ist die Frage. Ein Wohnhaus, das ist das Rohstofflager, das ist die Scheune. Hat jemand Corona oder was los mit dir? Was, dann mache ich das. Ich glaube, da sind wir noch breit genug, wenn ich das hier mache. Ja, ja, das passt schon. Hätte ich die Schaufel gar nicht gebraucht, ne? So kann es laufen. Hey, Leute, Leute, Leute. Ahaha. Natürlich kriege ich das jetzt so nicht hin. Ah, dass wir halbwegs... Dass wir halbwegs parallel sind. Ah, jetzt ist halt die Frage, ne? Wie weit... Wir machen einfach mal ganz kurz schnell speichern. Wenn ich es komplett verkacke... Wenn ich komplett verkackt habe, dann muss ich schnell... Wobei, ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Weil, hier ist ja die Scheune. Dann schließen wir wenigstens hier hinten so halbwegs damit ab.
dann ist das halt so, ne? Sieht jetzt nicht ganz professionell aus, aber dafür sind wir auch nicht bekannt, ne? So, ich mach das fix fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das Haus steht. So, jetzt ist das Haus auf jeden Fall auch fertig. Sieht innen aus wie jedes andere, wer hätte es gedacht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, und zwar, ich kann doch hier Straßen machen. Wenn ich das hier so mache, so, na, dann gehen wir von hier, hier hin, und dann gehen wir von hier, einmal komplett hier durch, genau, so ein paar Meter weiter vor, und dann kann man das hier auch anschließen. Zack. Hier gehen wir einfach bis hier bis zum Ende. Ach, guckt euch das mal an, ey. Guckt euch das mal an. Ich find's halt trotzdem komisch, dass da jetzt kein Schnee drauf liegt. Und hier vorne liegt ja theoretisch auch nicht mal im Winter Schnee drauf. Das sieht ein bisschen nicht ganz so realistisch aus, aber ja, es ist okay. Hier. Machen wir einfach mal bis dadurch. Da hinten war ja nichts, da war ja kein Eingang. Nee. Und da ist der Eingang auf der Seite. Ja, ja, komm, das passt, das kann man so lassen. Jetzt natürlich ganz wichtig, ne? Wir haben ja den, wir haben ja das Haus fertig gebaut. Jetzt sollte ich natürlich Ludwika wie schaut's denn da aus? Dann packen wir dich halt einfach mal in die Scheune, ne? Wenn der jetzt erstmal nur 2 Punkte hat, aber das ist okay. Die ganzen anderen Handwerkssachen, die sind aktuell besetzt. Das passt soweit. So. Ich würde behaupten, ich schnapp mir jetzt mal ganz kurz meine Hölzer. Meine Hölzer, sag ich. Meine Holzspieße. Gott, es ist dunkel. Vorher leere ich hier natürlich aus. Und mach schnell unsere Mission fertig. Wie gesagt, ein Wolf und 2 Hirsche. Die kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Oh, und wisst ihr was? Ich nehme den Bogen mit. Und meine Pfeile. Weil ich verballer dann einfach die Holzspieße. Holzspieße, sage ich schon, Holzschwere. Meine Güte, ey, was ist los, ey? Genau, und auf jeden Fall. Wenn die quasi verschossen sind, dann mache ich keine neuen mehr. Dann haben wir 15 Steinpfeile dabei und dann ist auch in Ordnung. So, und zwar auf 1 setzen wir den und auf 2 setzen wir den Bogen. So, hier hinten waren ja immer Rehe. Ich hoffe, ich habe die nicht komplett ausgerottet. Gut, jetzt haben wir hier hinten einen Wolf. Das ist auch in Ordnung. Einen brauchen wir noch. Was habe ich gerade gesagt? Rehe. Gibt es eigentlich rein theoretisch einen großen Unterschied zwischen Rehen und Hirschen? Ich weiß es gar nicht. Bam! Voll in den. Der war gut. Der war gut. So, genau. Nur zur Info für euch. Also ich, wie man unschwer hören kann. Ich habe Priesel an, damit im Hintergrund so eine leichte Musik läuft. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. Und ja, ich hoffe, das passt und ich hoffe, die Musik ist auch nicht zu laut oder zu leise im Vergleich zu meiner Stimme oder im Vergleich zu den Ingame-Sounds. Ja. Ich werde mir das beim Schneiden nochmal genauer anhören. Das habe ich in der letzten Folge, Mitte der letzten Folge, einfach mal spontan angemacht. Und ja, aber wie gesagt, jetzt habe ich die Einstellungen komplett fertig. Und ja, ich hoffe, das passt soweit. Sollte aber, denke ich mal, kein Problem darstellen. Er war komplett kacke. Na, und wo ist... Aber gut, dann ist halt der Holzspieß wohl wahrscheinlich kaputt gegangen. Ja, renn doch jetzt nicht so weit weg, du. Hallo. Müssen wir halt ein bisschen geduckt laufen. Ja, genau. Lauf, lauf, lauf weiter weg. Lauf bis nach Gustovia.
Es ist halt so typisch, weißt du, da willst du einmal ein Reh jagen. Weißt du? Was war das denn jetzt für ein Wurf, ey? Ja. Drei Schüsse, ey. Drei Schüsse und das Vieh steht immer noch. Komm, den machen wir auch gerade noch weg. Boah. Langsam geht mir die Ausdauer aus, du. Fast ein Hirsch kriegen wir noch, dann ist die Mission abgeschlossen, hä? Oh je. Die Hirschkuh kriegen wir auch noch. So. Und irgendwo müssten hier noch ein paar Holzsperre von mir rumliegen. Jawohl. Ah, ist nochmal einer. Und da ist nochmal einer. Da sieht man erstmal, wie oft ich daneben schieße, ne? Da ist das nächste Wildschwein. Aber gerade so erwischt, ne, muss ich sagen. Hölzerne Speer haben wir immer noch sehr viele. Ja, wie gesagt, wenn ich hier eh schon im Wald bin, dann sammle ich natürlich ein bisschen ein. Da hinten, glaube ich, habe ich auch noch einen gesehen. Vielleicht kriegen wir ja zufällig dann mal ein... Oh, sorry, dass ich dich beim Strecken störe. Wow. Wow. Das war eine komische Animation, aber ist okay. Erstmal schön den Frontflip gemacht. So. Ja. Ah, ich habe einen verschossen, der ist wahrscheinlich auch wieder kaputt gegangen. So. Ich schaue mal auf die Map. Wo sind wir denn hier gerade? Also in der. Oh, geil. Ich den jetzt echt am Fuß erwischt, ne? Auf die Distanz zu schießen. Da ist er. Ich darf ihn nur, halt nur nicht verlieren, ne? Wenn ich den schon so heftig anschieße hier. Aber wie viele Schüsse hält denn der aus? Das ist ja auch nicht mehr schön, ne? Dann das natürlich schön meine Spieße hier einsammeln. Nennen sie jetzt einfach Spieße, weil ich habe ja scheinbar eh ein Problem damit, mir den richtigen Namen dafür zu merken. Und da vorne war er doch, oder? Ja. Nice. War Mission abgeschlossen? Heiland, Heiland, Heiland. Hey, warte auf weitere Ereignisse. Das finde ich immer blöd. Ich weiß gar nicht, ist das Spiel nicht komplett released? Ich glaube schon, das ist ja keine Beta mehr, oder? Was hat denn der sich gerade so gewackelt? Warte auf weitere Ereignisse. Ja, wie gesagt, dann ist jetzt erstmal auf jeden Fall klar, die Mission abgeschlossen. Wir haben mächtig viel Reputation bekommen. Oder reicht irgendwas? Jetzt gehe ich mal ganz kurz. Management 2600. Gebäudelimit 35. Wir sind eine Farm. Das ist heftig. Gerade eben hatten wir nur 15. Na? Krass. Der ist aktuell noch ein bisschen pisst. Oder sie. Liegt vielleicht auch daran, dass er keinen Mann hat. Aber ja. Ich gucke mal. Also das nächste wäre, wenn wir in Denica. Schon 23.24 Uhr. Noch die Mission annehmen. Der ist allerdings, jetzt nehme ich mal an, am Schlafen. Wie viel Sperre habe ich denn noch? Ich würde in der Zeit einfach hier im Wald so ein bisschen weiter Fleisch farmen. Wir haben zwar mittlerweile wieder 39, aber Fleisch kann man nie genug haben. Und so wie es aussieht, gibt es hier auf jeden Fall noch genug Tiere. In diesem Sinne
melde ich mich dann nochmal, wenn es wieder Tag ist und wir die Mission annehmen können, beziehungsweise ja, genau, schauen wir uns an, was es da dann im Endeffekt zu machen gibt. Bis gleich. Kurzes Ding, wir sind ja jetzt in der Nacht, wir werden wahrscheinlich eh gleich nach Hause teleportiert. Ich entscheide mich dann, ob wir tatsächlich direkt in die Stadt gehen, um die Mission anzunehmen. Oder als erstes was anderes machen müssen, weil vielleicht müssen wir irgendwie ein Feld bearbeiten oder so. Das sehen wir dann gleich. Oh, es ist was passiert. Und zwar, ich habe gerade die Aufnahme gestoppt. Und als wir gerade eben noch den Fuchs erlegt haben. Und als wir dann eingeschlafen sind, mehr oder weniger, ist dieses Ding hier erschienen. Ein fahrender Händler kommt vorbei, er erzählt von seinen Waren und den weit entfernten Ländern, die er gesehen hat. Er sagt, dass er dir ein paar Tricks beibringen kann, um bessere Geschäfte zu machen, natürlich für einen Preis. Sicher könnte ich einige Ratschläge brauchen. 500 Fertigkeitspunkte in Diplomatie, minus 200 Münzen. Boah, haben wir überhaupt so viel? Okay, also ich habe jetzt mal das angenommen, ne? Hatten wir überhaupt so viel Münzen? Autosave, neues Niveau, Diplomatie, oh, alles mögliche freigeschalten, komplette Überforderung. Erstmal Inventar, also wir haben jetzt aktuell nur 3 Münzen. Bam, bam, bam. Das brauchen wir auf jeden Fall. Verkaufseinkaufspreise. Machen wir mal das hier. Und dann war es das ja quasi schon wieder mit unseren Diplomatie-Sachen. Ansonsten. Ich brauche 10. Sorry, ich muss mal langsam was trinken. Ich brauche auf jeden Fall hier für die Mission jetzt 10 Dorfbewohner für 3000 Reputation. Wir haben erst 2600, das ist krass. Und uns fehlen ja im Endeffekt nur noch 2 Stück. Und genau, Gebäudelimit 45, hä? Ah ja, gut, da kriegen wir nochmal 10 dazu. Steuern müssen wir bezahlen. 510. Dieses Jahr, glaube ich, gell? Kriegen wir aber relativ gut hin, schätze ich mal. Warte auf weitere Ereignisse und warte auf den nächsten Sommer. Ja gut, also müssen wir Steuern bezahlen und nochmal 2 Dorfbewohner anheuern. Ja, dann gucken wir mal raus. Ey, das sieht ja mittlerweile richtig geil aus, hä? Aber ich glaube, das ist noch nicht fertig. Und hier, wie schaut es da aus? Ich glaube, da habe ich nicht genug Karotten gehabt, tatsächlich, um das ganze Feld zu bewirten, aber egal. Haben wir halt einmal verkackt und jetzt kann ich im Frühling nochmal was anpflanzen. So, du musst das Land im Tal nicht kaufen, aber wenn du dort eine Siedlung errichtest. Musst du jedes Frühjahr entsprechende Steuern zahlen. Jedes neue Gebäude und Feld erhöht diese Steuer. Diese Steuern werden durch den Kastellan im Dorf Gestovia eingezogen. Wenn du die Steuern nicht rechtzeitig bezahlst, hast du bei der Krone Schulden und verlierst 1000 Punkte Ruf deiner Dynastie. Mit jedem Jahr werden die Schulden größer. Wenn dein dynastischer Ruf unter den Wert 10.000 fällt, wirst du aus dem Tal verbannt und dein Abenteuer ist zu Ende. Das heißt, ich muss jedes Jahr die Steuern bezahlen, ansonsten, wenn ich 10 Jahre hintereinander keine Steuern bezahle, bin ich platt. 10 Jahre plus, in meinem Fall wären es jetzt 12 Jahre. Ja. Eher 13, weil 609 ist ja auch nicht nichts. Okay. Also das heißt, entweder wir zahlen Steuern oder wir kriegen jedes Jahr 1000 Dynastiepunkte. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Egal. Hier ist auf jeden Fall alles gut. Die Karotten, die sind auch prächtig am Wachsen. Wobei, Moment mal. Ich habe gerade keinen Beutel bei mir, ne? Nee, nur den Trinkschlauch. Ja, okay. Dann machen wir uns auf jeden Fall erstmal dran, noch ein bisschen Geld zu sammeln.
Die Arbeiter, die stehen hier einfach so rum, haben die alle nichts zu tun, oder was ist los mit euch? Leute, geht doch. Da stehen auch alle rum. Ja. Ja, okay. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass hier keine Arbeit ist, außer für die Jäger und für die Holzfäller. Naja. Kriegen wir auch so irgendwie hin. Und der hier vorne ist ganz einsam. Ich glaube, wir brauchen... Warte mal, Gebäude. Wir gucken uns mal an, was wir mittlerweile bauen können. Erstmal ein einfaches Haus sollten wir auch noch irgendwann bauen. Quasi für uns. Weil bis wir das hier bauen können, ich glaube, da braucht es noch ein wenig. Gewinnung. Holzschuppen? Grabungsschuppen? Mine. Grabungsschuppen, der war ja da im Endeffekt, um Ton zu bekommen. Aus Ton machen wir Lehmbeschlag und damit können wir dann unsere Häuserwände verbessern und ja, einfach damit wir eine bessere Isolierung haben. Jagdhütte habe ich, Fischerhütte. Wäre auch interessant. Scheune. Feld- und Obstgarten. Wie schaut denn da... Also Obstgarten müssen wir im Endeffekt auch noch irgendwann mal machen. Aber da habe ich ja aktuell noch gar nichts, ne? Boah, Tierhaltung. Hühnerstall können wir schon machen. Wisst ihr was? Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. Krass, da brauche ich so viele Punkte, hä? Bei Landwirtschaft, das ist auch Wahnsinn. Produktion, stimmt, oh mein Gott. Werkstatt 2, Schmiede, Näherei, Taverne. Da, Taverne ist ganz wichtig, dass die Leute mal abends hier schön zusammenhocken können und sich abends mal einen reinpicheln. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall mache ich gerade kurz einen Cut und dann sehen wir, was wir im Anschluss machen. Bis gleich. So, und zwar das nächste Ding, was ich auf jeden Fall mache, was ich gerade schon gesagt habe, ist auf jeden Fall die Taverne. Zu einem kann ich dann jemanden einstellen, der die ganze Zeit kocht. Und zum anderen, ja, wie gesagt, sieht das Ganze dann auch ein bisschen besser aus. Und ja, wie sagt man, das Dorfleben wird ein bisschen angeregt, sage ich mal. Und ich habe mir überlegt, wohin klatsche ich das Ding? Und zwar würde ich das hier rechts reinklatschen. Also, dass man hier im Endeffekt einen geraden Weg rausmacht. Und dann im Endeffekt hier rechts in dem Bereich... würde ich das hinmachen. Dazu muss ich jetzt erstmal hier die ganzen... Ach geil, wir kriegen ja jetzt für die... Für die Stümpfe hier auch ein Buntholz. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber ja, machen wir das auf jeden Fall fix fertig. Und ich melde mich dann auf jeden Fall gleich wieder, sobald wir mit der Taverne im Endeffekt fertig sind. Ja, weil das ganze Gebaue, das braucht ihr euch jetzt nicht mit angucken. So, den letzten Birkenstumpf... Birkenstumpf, sage ich. Das letzte Rundholz habe ich gepflanzt. Perfekt. So, perfekt. Super, da haben wir jetzt hier im Endeffekt unser Gitter. Ja, wo man dann hier auch ein paar andere sagt. Nee. Ich glaube, das meiste ist tatsächlich wirklich gleich, was man hier machen kann. Genau, die Kohlsuppen, die haben wir hier schon unten. Passt. Jetzt ist dann die Frage. Hölzerne Schalen. So. Bei den kann ich erstmal rüber. Orange, genau, die habe ich gerade eben gefunden. Bringen wir mal ganz kurz das andere Zeug weg, was wir gerade nicht brauchen. Und dann ist nämlich die Frage, muss ich die Lebensmittel da reinlegen, dass die dann anfangen können zu kochen? Weil ich glaube, ich habe auch den ganzen Kohl jetzt, den wir tatsächlich haben, auch verkocht, ne? Mal so zu sagen. Kohl 6, ja gut, das bringt eigentlich nichts mehr. Fleisch haben wir mittlerweile auch schon wieder über 70. Oder ja, knapp 70, sorry.
Hullsuppen auch ohne Ende. Rein theoretisch könnten wir davon eigentlich nur welche verkaufen. Nehmen wir einfach mal 20 mit zum Verkaufen, schätze ich, oder? Dann machen wir 30. Dann können wir im Endeffekt unsere Steuern bezahlen. Jetzt ist gerade die Frage, da unten ist nichts. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Missionen. Ja, dann... Ah, wobei, ich hätte da jetzt eigentlich schon gern jemanden, der kocht. Moment mal. Oh, stimmt, wir haben ja vorhin was freigeschalten. Ach, ich habe 2 Punkte gehabt. Ja, okay. Ja, und Traglast. Super. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall 70 Kilo Traglast. Das ist atemberaubend. Hm. So, jetzt Management. Wie funktioniert das hier? Produktion. Das ist der Landwirt. Der darf hier rein. Und was können wir hier im Endeffekt machen? Machen einfach mal so ein bisschen gebratenes Fleisch. Und Kohlsuppe. Das war die für mit Salzfleisch, ja, okay, passt. Ansonsten können wir hier noch nicht viel mehr machen, weil wir ja noch nichts freigeschaltet haben. Fleisch, Kohl und hölzerne Schalen, genau. Hölzerne Schalen werden ja im Endeffekt in der Werkstatt hergestellt, oder? Sehe ich das richtig? Einmal machen wir mal 0,5. Den Rest machen wir einfach mal in hölzerne Schalen. Am Tag macht er 4 Stück. Insgesamt 20. Und dann sieht das gut aus, schätze ich. Ich frage mich halt gerade nur, wo der die reinlegt. Weil hier sind sie ja scheinbar nicht. Ach, deswegen tauchen hier ständig im Ressourcenlager neue hölzerne Schalen auf. Ja, ja. Weil die habe ich alle gar nicht gemacht. Einmal 3 Eimer mittlerweile. Oh genau, wisst ihr was? Das mache ich gerade schnell. Ein Eimer. Nehme ich mit. Melden wir gerade auf die 2. Ja, schaut mal. Und zwar habe ich ja seit Anfang an einen Waschzuber. Direkt bei mir an der Hütte. Den fülle ich jetzt einfach mal auf mit Wasser. Und jetzt ist die Frage, ne? Wie viele von denen muss ich da jetzt hinschleppen? Haha. Insgesamt 3-mal. Ich hätte es mir schon denken können. So, auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Können wir uns auch direkt mal waschen. Und was mir aber gerade aufgefallen ist, Moment, das zeige ich euch gleich. Guckt euch das mal an. Wir haben hier den Eimer. Wir haben nach 3-mal benutzt, haben wir nur noch 70%. Das ist hammerhart heftig. Also wirklich ein bisschen krass. Aber ja, was soll's. So. Den Eimer können wir im Endeffekt rauslegen. Die Schaufel auch. Hölzernen Hammer auch. Steinpfeil, Bogen nehmen wir mal mit zur Sicherheit, falls wir uns verteidigen müssen. Und dann laufen wir direkt, würde ich behaupten, hier runter in die Stadt. Bezahlen unsere Schulden. Und ja. Schauen mal, was die anderen Missionen so bringen. Da mittlerweile in der Stadt angekommen. Selbstverständlich habe ich auf dem Weg wieder mich ablenken lassen von Tiere jagen und so weiter und so fort. Der ist auf jeden Fall gut fürs Feld. Oder? Das ist ja Landwirtschaft, ne? Ich gehe davon aus, ja. Dann kann der nämlich bei der Dame einziehen, wo wir... Bald haben wir erst 18, der jetzt mit der 30-Jährigen zusammenwohnt, ja, mein Gott. Passiert. So, bei dir möchte ich was verkaufen. Und zwar haben wir ganz viel Kohlsuppen dabei. 561, ja, das reicht ja gerade so, ne? Mhm, mhm.
Eine haben wir so noch zum Essen mit dabei. Und ansonsten passt das aber krass, ne? Gehe ich gerade, Moment, die Mission nehme ich noch an. Kann ich dir bei etwas helfen? Werkzeuge kann ich mir mit der Axt. Ja, ja, komm. Oder soll ich die Axt jemand anderem bringen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, und wo ist der andere jetzt hin? Ah, hat er sich einfach so bei mir vorbeigeschlichen. Okay. Jetzt Journal. Da muss doch noch irgendwo eine Quest gewesen sein. Ah. Das ist der hier, oder? Nö. Boah, weißt du, jetzt gehen die alle hier gleichzeitig. Ja. Muss ich mich drum kümmern, dass die Leute hier nicht im Stau stehen bleiben. Oh je. Noch mehr Wölfe töten. So. Steinaxt. Ah, ich brauche noch eine zweite. Ja, okay, komm. Suchen wir hier schnell ein paar Steine. Oh, geil, die habe ich hier ganz am Anfang mal liegen lassen. Interessant, dass die hier immer noch liegen. Ich glaube, gleichzeitig lagen da dann auch noch ein paar Hölzer, die ich da auch hingelegt habe. Nur die sind mittlerweile weg. Oh, und da fällt mir auf, ich weiß, wo ich noch mal ein paar... Wie heißt's? Hoppala. Wo ich noch mal ein paar Holzspieße liegen gelassen habe. Aber ich glaube, die... sind mittlerweile weg, weil das Ding ist, ich meine, alles, was ja nicht irgendwo eingelagert ist, zerfällt mit der Zeit. Und selbst Sachen, die eingelagert werden, die zerfallen auch. Also von daher, wenn ihr irgendwo was liegen lassen solltet, ich meine, bei einem Stein ist es einfach, der geht nicht kaputt. Aber alles andere zerfällt im Endeffekt. So, dann können wir die hier auch schnell abschließen. Dann haben wir hier in der Stadt schön einen neuen Dorfbewohner. Bekehrt. Und ansonsten, ja. Jagdwolf, 6 Stück. Oh, cool, Eisenpfeile. Nice. Sommer. Und Dorfbewohner. Einen brauche ich noch. Ist dann die Frage. Ich esse mal ganz kurz was. Was? Ich gehe mal hier runter nach Hornitzer. Wir haben ja jetzt eh Nacht. 800 Meter. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 13 Stück. Also 2 sind insgesamt schon kaputt gegangen oder ich habe sie verloren. Weil hier unten kann es auf jeden Fall passieren, dass ich einem Bären begegne. Ich laufe auf jeden Fall runter. Dann gucken wir mal, was es da zu holen gibt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in Hornitzer wieder. Oder Hornicker, wie man es nennt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in Hornicker. Richtig große Stadt. Ich glaube, einer der größten Städte hier in dem Spiel. Da ist direkt unsere Quest. Oh, hoffentlich auch Wölfe. Nächtliche Jagd. Warten auf den nächsten Abend. Schade. Hier. Muss auf jeden Fall noch ein guter für uns dabei sein. Diplomatie, Schmiede. Der hat auf jeden Fall 3 Diplomatie. Moment, ich muss mal ganz kurz warten. Muss man das jetzt hier mal ein bisschen überlegen, jo. 3 Diplomatie hat er und ansonsten alles 2 bis auf Jagen. Und er hat Jagen und Schmieden. Ich glaube, wir holen uns den hier. Und dann... Bam.
3000. Nice. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Zeug zum Shoppen. Zeig mir deine Ware. Okay, ja, die Frage ist aber, wo ich dann irgendwann mal Pferde kaufen kann. Das wäre natürlich auch nice. Das habe ich vergessen, das müsste ich selber nochmal nachgucken. Gut, und die Leute hier, die schlafen ja alle. Auf jeden Fall eine Frau. Und dann kann man sich im Endeffekt um den Nachwuchs kümmern. Das ist im Endeffekt das nächste große Ziel. Oh. Bist der bei... Ah, da unten gibt es auch noch eine Quest. Laufen wir hier runter und dann nach Denica wieder hoch und dann zu uns nach Hause. Ist zwar nachts immer ein bisschen blöd, so weite Strecken zu laufen. Aber ja, kann man gerade nicht anders machen. Vor allem, was soll ich nachts sonst machen? Muss auf jeden Fall wieder zurück Richtung unser Dorf. Denn wir müssen dringend Häuser bauen. Ja, sehe ich gerade wieder. Hier schon ein Haus zu wenig. Ist das hier die richtige Straße halbwegs? Nicht mal eingezeichnet, aber ja, da Komma grob. Jawohl. Einfach grob hinterherlaufen, das passt soweit. Und weil ich hier gerade so schön durch den Wald spaziere und nichts zu tun habe, selbstverständlich wäre es auch klug gewesen, wenn ich eh schon in die am weitesten entfernte Stadt runtergehe, dass ich Geld dabei habe, um mir zum Beispiel so Sachen wie eine Armbrust zu kaufen oder so, ne? Weil in der Stadt gibt es quasi gefühlt alles, was man gebrauchen kann. Oder irgendwie eine Spitzhacke. Ne? Weil bevor dass wir irgendwas machen können, muss ich tatsächlich eine Spitzhacke kaufen. Zumindest was den Bergbau angeht, ne? Also für Steine bzw. Eisenerz oder Kohle. Ah, nice, 10 Dung. Sonst ist da nichts. Genau, das ist mir auch noch aufgefallen. Und zwar diese Wegen, die hier ab und als mal am Wegesrand liegen, die spawnen scheinbar jedes Mal oder jede Jahreszeit neu. Oder vielleicht auch nur einmal im Jahr. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist bei uns direkt vor der Stadt ein so Wagen aufgetaucht. Der war vorher nicht da. So, wir sind auf jeden Fall gleich in Jezerica, heißt sie, glaube ich. Und mich wundert es, dass ich jetzt auf dem Weg, gerade auch schon vorhin zur anderen Stadt, von keinem einzigen Tier nachts angegriffen wurde. Ja. Oh. Questgeber ist am Schlafen, oder was? Ja, das finde ich aber nicht gut von dir. So, pass auf. Wir haben ja gerade eben schon einmal ihn hier eingestellt. Er ist 30 Jahre alt. Vielleicht können wir ja für dich noch eine weibliche Person finden. 3-3. Wie schaut es bei dir aus? 2-2-2. Also die kann jagen ein bisschen, Feld ein bisschen, Diplomatie ein bisschen. Hm. Passt. Dann haben wir die auf jeden Fall auch mal mitgeholt. Aber, jetzt mal ganz ehrlich, den hier nehmen wir auch mal mit. So, ja, und das Blöde ist, sonst kann ich hier jetzt nichts anmachen, weil der Typ, der schläft. Und es sieht nicht so aus, dass es hier gleich irgendwie Tag wird. Das ist halt echt kacke. Gut, dann müssen wir... Ja. Tatsächlich hochlaufen, ohne dass ich hier die Mission annehme. Ansonsten, was verkauft der hier? Aha. Glasperlen, Handfächer. Ah, okay, das sind so Geschenke für meine... Für meine zukünftige. Ja. Krass, voll teuer. Nee, dafür habe ich aktuell leider noch keinen Kopf.
Wobei ich rein theoretisch eigentlich mal mit den Damen aus meinem Dorf schwätzen könnte. Die ja eh schon da sind. Einfach nur, damit ich da so ein bisschen meine... Oder deren ihre Zuneigung verbessere. Und ja. Dass dann, wenn es soweit sein sollte, dass ich dann direkt heiraten kann, wenn ich will. Aber ja. Passt. Immer schön am Fluss entlang. Eigentlich. So, ich bin jetzt auf jeden Fall schon kurz vor unserem Dorf und ich habe es hier mit so einer kleinen Wolfsinvasion zu tun. Das Gute ist, wenn man die direkt gut trifft, dann kann man die one-shotten. Dann mittlerweile bin ich aber... Ah, geil. Der hat mir noch einen Hasen gelegt. Sehr gut. Tja, wer ist am oberen Ende der Nahrungskette? Oh je. So, alter Falter, sind wir überfüllt. Ja, ich habe auch ziemlich viel Holz dabei. Weil ich mir gedacht habe, komm, wenn ich jetzt in die Stadt komme, muss ich eh, wie heißt's, ordentlich Häuser bauen. Und das wäre nice, ne, wenn ich hier jetzt nochmal per Zufall irgendwo ein Wolf wäre, weil dann wäre das der letzte, den wir legen müssten. Aber ich glaube, so nah an der Stadt waren keine Wölfe. Aber das war gerade echt krass, also... Innerhalb von kürzester Zeit 4-5 Wölfe gesehen. Ne, stimmt, einen haben wir schon vorher getötet. Naja. Auf jeden Fall, ich laufe mal erstmal zu uns nach Hause, dass ich ein bisschen abladen kann. Und ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall zum Häuserbau wieder. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon fertig. Und zwar, ich habe hier ganz am Ende. Ja, da kann ich gerade noch schnell den Weg hin machen. Ach, geht hier los. Mache ich hier einfach komplett bis zum Ende durch. Einmal. Ja, und dann machen wir hier einfach einen breiten Weg hin. Beziehungsweise zwei Wege nebeneinander, weil hier doch relativ breiter Durchgang ist. War eigentlich nicht so gewollt, aber ja, okay, ist in Ordnung. Ja, und das sind jetzt hier auf jeden Fall zwei große Häuser. Ja, also die sehen dann von innen so aus. Insgesamt 4 Betten, eine Kiste, eine Kochstelle. Ich bin auch quasi schon umgezogen. Und zwar in der Management-Zuweisung habe ich hier quasi ein einfaches Haus für mich beansprucht. Eigentlich ist es blöd, weil ich aktuell noch alleine bin. Und hier haben wir im Endeffekt jetzt noch einen 18-Jährigen, der ist noch alleine. Ja, da gucken wir, dass wir da noch eine Partnerin finden. Und ja, ansonsten habe ich gerade Werkzeuge gemacht für die Scheune. 4 Hacken. Die schmeiße ich hier rein. Beziehungsweise 5 genau. Und was noch gemacht werden muss, einfache Taschen. Die klatsche ich da auch gerade rein. Dann haben die auf jeden Fall genug. So, ich würde aber jetzt einfach mal behaupten, ich beende die Folge hiermit. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr Tipps, Tricks oder sonstige Vorschläge, Ratschläge, wie auch immer für mich hättet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.